Das Wort Mobbing kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie anpöbeln oder schikanieren. Mobbing kann sein, wenn dich jemand immer wieder fies behandelt und das über eine lange Zeit hinweg. Oft ist es dann sogar eine ganze Gruppe, die dich ärgert. Geschieht das Ganze über Handys und das Internet, nennt man dies Cybermobbing. Das kann manchmal noch schlimmer sein, weil es Tag und Nacht passiert. So beispielsweise über den WhatsApp-Klassenchat. Stell dir vor, es würde dich betreffen. Dann würden dort zum Beispiel Gerüchte über dich verbreitet, die gar nicht stimmen. Von Cybermobbing spricht man auch, wenn jemand ein peinliches Foto oder Video von dir weiterschickt und sich mit Kommentaren über dich lustig macht. Zum Beispiel über Instagram, Snapchat oder TikTok. Bei Cybermobbing ist es einfacher, sehr gemein zu jemand anderem zu sein. Das hat unter anderem folgenden Grund. Denn wer mobbt, sieht nicht, wie die gemobbte Person reagiert und sich fühlt, weil alles über das Handy geschieht. Wenn ein Kind gemobbt wird, kann das seine Gefühle verletzen und es sehr traurig machen. Es leidet teilweise so sehr darunter, dass es sich die ganze Zeit schlecht fühlt und Angst hat. Wenn du mitbekommst, dass jemand gemobbt wird, solltest du nicht mitmachen. Auch wenn Fotos oder Kommentare am Anfang lustig erscheinen. Wenn du selbst gemobbt wirst, versuche mit jemandem darüber zu sprechen. Zum Beispiel mit deinen Eltern, mit Freundinnen und Freunden oder mit einer Lehrperson. Zudem versuche nicht auf diese Nachrichten zu antworten, sondern speichere sie lieber ab oder mache ein Bildschirmfoto. Von den mobbenden Personen kannst du ebenfalls Profile und Telefonnummern sichern. Diese Beweise kannst du einer erwachsenen Person zeigen, der du vertraust. Und diese kann dir dann weiterhelfen.